Liebe Fesa-Kraft-Community, mein Name ist Emanuel Paula. Mein Name ist Stefanie Hacker und wir stellen euch heute den Cupra Formentor vor. Der Cupra Formentor ist das erste eigenständige Modell der Fahrzeugmarke Cupra. Benannt wurde der Name Formentor nach einer Halbinsel von Mallorca. Die Performance-Modelle haben eine Abkürzung dahinter und die Abkürzung bedeutet VZ, das heißt Veloz auf Spanisch. Auf Deutsch heißt das Ganze schnell, agil und sportlich. Nun kommen wir zu den Highlights an der Frontpartie. Los geht's mit den tiefgezogenen LED-Scheinwerfern, die sehr sportlich aussehen. Der Kühlergrill, der kommt Ihnen vielleicht bekannt vor von den Modellen Leon, Tarraco und Ateca, wobei er hier schon auch wieder deutlich sportlicher ausgeprägt ist mit dem kupferfarbenen Cupra-Logo, das auch sehr präsent wirkt. Für mich oder für uns auch nochmal ein besonderes Highlight sind die sportlichen Lufteinlässe. Es sind auch tatsächlich wirkliche Lufteinlässe, die auch schon nochmal für die Abkühlung der Bremsen sorgen. Die Karosserieform von Cupra Formentor erinnert an einen kompakten SUV, wobei man hier aber auch schon deutlich sieht, dass das Fahrzeug flacher gehalten wurde im Vergleich zum Beispiel zum Seat Ateca. Auch ein besonderes Merkmal vom Cupra Formentor, wo es so eigentlich noch nicht richtig gibt, ist die langgezogene Motorhaube, die vorne dann auch sehr flach abfällt. Für mich auch nochmal ein besonderes Highlight ist, dass am Radkasten und an den Seitenschwellern ein anderer Grauton von der Lackierung heraussticht. Das Ganze rundet das Fahrzeug dann nochmal ab. Nun kommen wir zu den weiteren Highlights des Cupra Formentors. Wir starten mit den Leichtmetallfelgen serienmäßig 19 Zoll. Hier ist auch optional möglich, in der Farbe Kupfer, wie ihr hier sehen könnt. Perfekt angepasst wurde die Brembo-Bremsanlage auch in der Designsprache Kupfer von Cupra. Eine weitere Besonderheit ist die dynamische Seitenlinienführung, die im Heck kurz unterbricht, weiterführt bis zum Heck, dadurch wird das Fahrzeug ästhetischer. Das Heck macht sich stark bemerkbar durch das Infinity Light inklusive den dynamischen Blinker, was hier zu sehen ist. Das Heck wirkt auch nochmal viel selbstbewusster mit dem im Stoßfänger integrierten Diffusor. Was auch ein besonderes Highlight ist, sind die vier Endrohre. Und wichtig hierbei, es sind keine Blenden. Jetzt befinden wir uns im Interieur des Cupra Formentors. Ich starte mit dem Mediasystem. Hier seht ihr auch nochmal das große Mediasystem, das wirklich als Highlight in die Mitte gesetzt worden ist. Alles ist per Touch bedienbar. Ebenfalls könnt ihr hier auch die Klimaanlage steuern per Touch über die Schneefunktion. Was auch sehr cool gelöst ist, ist das Ambient Light. Wir haben es jetzt in grün eingestellt. Für unsere Unternehmensfarbe gibt es natürlich auch in anderen Farben noch möglich, wie zum Beispiel rot, weiß oder blau. Was ich persönlich noch sehr cool finde, ist, dass man hier die kleinen Details auch sieht, dass es auch wieder in dieser Kupferfarbe ist von Cupra. Auch die Kupferziernähte sind da nochmal verstrickt. Ja, schaut sehr abgerundet aus. Was unser persönliches Highlight ist, ist das Lenkrad. Hier haben wir jetzt auch den Startknopf mit dabei und auch nochmal einen Fahrmodi-Knopf mit dem Cupra-Logo mit drin. Da kann man die Fahrmodis auswählen per Step. Wenn man aber auch 2 Sekunden die Cupra-Taste drückt, schaltet er direkt in den Cupra-Modus. Bezüglich dem 7-Gang DSG-Getriebe haben wir hier jetzt über den kleinen Schalthebel auch keine mechanische Übertragung mehr, sondern eine elektronische. Fühlt sich beim Fahren sehr gut an, man merkt keinen Unterschied und das Getriebe wurde auch nochmal verbessert. Bei uns gibt es den Cupra Formentor für 329 Euro monatlich im Privatleasingbereich. Alle weiteren Angebote findet ihr auf fesa-kraft.de.